herzlich willkommen zum 5. Spieltag der Rückrunde der KDL. Heute spielen wir gegen Fledgar. Nachdem die beiden letzten Kämpfe gegen Merle und Doss so gut liefen, muss ich ehrlich sagen, glaube ich nicht. Webergrill. Oh, wir haben den perfekten Lead. Okay, gut. Zum Kampf. Hilfe. Ich bin schon wieder total überfordert. Blattgeißel. Okay. Scheiße. Scheiße. Oh Mann. Okay, das wird vermutlich ein sehr kurzer Kampf. Ja. Mist. Mal gucken, ob er scarft ist. Er wird zurückgerufen. Ich weiß nicht, was man für ein Weiß hört. Okay. Oh, gut. Die Sturzflut da drauf. Nicht sehr effektiv. Okay, dann schauen wir mal, wie wir das ohne Branapaz regeln wollen. Mit unserer extremen Feuerschwäche. Ab auf Roserade. Okay, ich glaube, da hat uns das Glück wieder verlassen. Was ist jetzt gerade passiert? Ich gehe auf den Blättersch. Bin ich jetzt gerade ernsthaft auf den Sondersensor gegangen? Okay. Ich habe mich verdrückt. Zu meinem Schutz. Und ich bin scarft. Das war's mal wieder komplett. Ich habe mich verdrückt. Okay. Oh Mann. Oh, der Kampf läuft ja schon wieder perfekt. Oh Mann. Okay, Roserade kommt zurück. Ich hätte nicht mit Branapaz fliegen sollen. Wer ist das? Sieht sehr nach Stahl aus. Wasserlöser? Okay. Hübsch. Okay. Macht safe nichts. Ist nicht sehr viel. Ah, hier hatte ich eine sehr effektive. Wir gehen auf Body Press. Einfach kein Kommentar. Ich versuche noch das Beste. Scheiße. Ich versuche noch das Beste rauszureißen. Ich gehe auf Body Press, ich hoffe, wir sind schneller. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn instant rausnehmen. Wir sind nicht schneller. Als ob wir von einem Burado dann outspeedet werden. Okay, dann gehen wir auf den Flammenwurf.
Ihr müsst wissen, meine Controller driften manchmal. Leute, die die Rabbids-Parts sehen, wissen das. Da ist auch schon der ein oder andere Fail und Rage deswegen passiert. Oh, das ist in einem KDL-Kampf. Oh, nein! Okay, jetzt kommt bestimmt irgendwas rein. Ist das der Stahl- oder Unlicht-Typ? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht sehr effektiv. Und es war ein Crit. Oh nein. Jetzt sieht er auch, dass wir live auch drauf spielen. Pokémon Info. Gestein. Okay, deswegen war das Bran aber auch sehr. Tektas auch sehr effektiv drauf. Ich habe einfach eine unglaubliche Feuerschwäche. Multi-Angriff. Ja, geht. Patronenhieb. Vielleicht macht er ja was. Ja, aber es hätte nicht weiter so gut laufen können wie die letzten beiden Kämpfe. Mir war klar, dass der hier wieder eine Niederlage wird. Trifft, glaube ich, noch nicht mal sehr effektiv. Patronenhieb. Ist nicht sehr effektiv. Ich bin schon alles vergessen. Vielleicht kann ich ja noch etwas reißen. Oh Mann. Okay. Wasserdüse. Bitte bleib drin. Er wird zurückgerufen. Ich hätte es predicten können, habe ich aber nicht. Bitte greif an. Das kommt vermutlich eine Elektro-Attacke. Ah, ja, Donnerblitz. Ich würde uns rausnehmen. Ja, na gut, wir haben verloren. Okay, dann war das ein sehr kurzer Kampf. Ich glaube nicht mal, dass ich einen von ihm rausnehmen kann. Okay, schauen wir, wie es weitergeht. War klar, dass er zurückgerufen wird. Ach, ey. Es macht halt nicht viel, es ist nicht sehr effektiv. Der Live-Orb zieht. Ich gehe auf Drachenpuls. Er zieht auch nicht viel. Donnerwelle. Jetzt will er mich noch paralysieren. Ich gehe einfach nochmal auf die Drachenpuls. Denn durch die Paralyse hat er meine Init gesenkt. Bedeutet, er kann auf jeden Fall als erstes anlaufen.
einfach nur nochmal auf. Ich habe verloren. Das. Ja. Es stand eigentlich schon fest, dass ich Rares am Anfang so leichtsinnig hergegeben habe. Ich hätte nicht mit Branawatz leben dürfen. Wie gesagt, Stahl trifft jetzt wieder nicht sehr effektiv. Das wird ein richtig unangenehmes 6-0. Bitte lass es kein 6-0 werden. Und? Ja, kein 6-0. Juhu. Oh Mann. War das schlecht gespielt. Es sei denn, Xerox rattert hier jetzt noch durch und macht alles kaputt. Hätte ich jetzt mal Kranawatz noch, dann wäre recht viel gut. Ja, ich kann nichts mehr machen, wenn er jetzt noch G-Maxt. Was eigentlich komplett unnötig wäre, weil er weiß, er kann mich rausnehmen. Ja, G-Maxt noch. Ja. Die Schildkröte. Damit ist Roserade auch weg. Ja, okay. Noch 60 Sekunden. Achso, 60 Sekunden Eingabezeit. Ich dachte gerade so. 60 Sekunden Kampfzeit. Was wird das in 10 Minuten Kampf circa? Doppelflügel, einfach nur weil ich es kann. Gigabeschuss, das war's. Ja, GG, 5-0 kassiert. Vielleicht läuft's im nächsten Kampf gegen Tim besser. Man sieht sich das nächste Mal. Tschüss.